gesagt, Licht haben sie. Mann, ey, jetzt mach doch mal den Grill auf hier. Sag doch was. Ah, voll so warm. Ja. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die Baconbox irgendwie auf der Platte zentriert. Den Grill nachher anmachen können, wenn die Dinger drauf liegen. Doch, aber dann wird schön, du nicht schwitzen. Ich hoffe, ihr habt jetzt dann auch das richtige Werkzeug dazu, dass man die auch einmal verschieben kann und drehen kann. Meinst du sowas wie Schraubzwinge und Stahltisch? Ja, so ungefähr. Hast du wenigstens ein WD-40 unten drunter? Logisch. Gut. Und eine 10W40. 10W50. Ich brauche 5W30. Gut, Leute, grillen, bis sie fertig sind. Und das Schöne an denen, Moment. So, das Schöne an diesen Bacon Bombs, es muss im Prinzip nur der Bacon groß werden und das Hackfleisch durch werden und natürlich innen ein bisschen warm, dass der Käse verlaufen ist, dass die anderen Zutaten wieder warm sind, weil innen ist ja im Prinzip schon alles durchgegart. Ja. Ich denke, halbe Stunde, Stunde, irgendwas um den Dreh rum und dann können wir mal gucken, wie es aussieht. Ja, so machen wir das jetzt. So, meine Lieben, dann schauen wir hier mal rein. Oh, sie werden. Wunderbar, wunderbar. Und Manne, du hast hier auch noch irgendwas vor? Wir legen noch ein bisschen Holzkohle rein. Aha. Und dann machen wir noch ein bisschen Beilage. Du machst Beilage? Was machst du als Beilage? Ach, dann machen wir noch ein bisschen Baguette. Okay. Und rösten das ein bisschen an. Und es kommt gut. Es wird wahrscheinlich reichen bei der Menge. Okay. Gut, dann wissen wir Bescheid. Und wir gucken jetzt nachher dann erst einmal, wie die Manu den Salat macht. So, und du machst uns jetzt die Salatsoße, oder? Ja. Willst du noch was vorher dazu erzählen? Oder einfach loslegen? Ich lege einfach los. Alles klar. So, das große Geheimnis ist Dillkräuter. Okay. Ich lasse dich jetzt hier mal kurz alleine werkeln, ja, weil ich suche mal das Ladegerät für die Kamera raus. Okay. Zwei Päckchen Dillkräuter. Doris, könntest du mir ein bisschen im Messbecher kaltes Wasser bräuchte ich? Wie viel? Egal. Überall. Ein bisschen. Senf. Schon fertig? Was dauert denn da so lange? Ach, Schatzi! Senf hetzt uns nicht. Ich hätte gar keinen. Aber ich kann es mir danach wenigstens auch mal anschauen, wie die Soße geht. Kaltes Wasser? Schön verrühren. Ui. Ein
bisschen Zucker rein. Wegen der Säure. Ah, siehst du. Bisschen Zitrone. Oh, was ist denn hier los? In allen Seiten. Bisschen verrühren. Und jetzt kommt noch ein bisschen saure Sahne dazu. Also natürlich in der ganzen Becher. Und ein bisschen versteht den ganzen Becher. Genau. Gut. Habe ich doch gerade gesagt, ganzen Becher. Das sag ich doch. Auch schön wieder verrühren. Doris. Ja, bitte. Kann ich dir... Kein Äffchen machen hinter... Was ich hier mache. Kann ich dir behilflich sein? Nein. Also Leute, ich muss sagen, hier hinter der Cam. Das ist die Salatsoße. Hampelt die Doris ein bisschen rum und bringt Manu durcheinander. Manu. Und das ist Manus berühmte Salatsoße. Möchte jemand probieren? Nö. Schatz? Nö. Ich esse nachher mit Salat. Gut. Salatmäßig, was machst du dazu alles? Haben wir einen schönen, wie heißt denn der? Flücksalat mit verschiedenen Salatsorten. Paprika. Mein Bauch gurgelt, Entschuldigung. Komm, noch ein bisschen, ein paar Zwiebelchen. Salatgurke. Gemüsemais und Kidneybohnen. Ah ja, alles klar. Dann wissen wir jetzt alle Bescheid. Und ja, jeder kann die Soße nachmachen. Richtig. So Leute, ihr müsst jetzt verdammt stark sein. Ich musste es auch, sonst hätte ich einen Manne erwürgt. Wir schauen jetzt in den Grill rein. Achtung, Achtung. Ah, so. Es ist alles schön und gut, aber wenn man einen Manne hat, der meint, man muss immer wegen dieser komischen Räucherbox den Brenner auf der Seite komplett hochdrehen, dann wird jedes Mal die zum Brenner geneigte Seite ein bisschen schwarz. Tja. Wir haben einmal die Rollen durchgetauscht, links, rechts. Und ihr seht ja, die Seite ist gut, die Seite ist gut. Die ist jetzt ein bisschen aufgegangen und die Seite war vorher auch hier unten. Also, tja. Ja, was soll ich dazu sagen? Mann, er hat seinen Anschiss schon gekriegt. Ja. Aber, ja, ich würde mal sagen, wir messen jetzt noch die Kerntemperatur, ob das Hackfleisch durch ist. Und dann können wir eigentlich schon essen. So, meine Lieben, wir haben jetzt das Baguettebrötchen doch hier drauf gehauen, weil auf dem anderen Grill war es einfach zu heiß. Und ja, sobald das Baguettebrötchen fertig ist, holen wir die Bacon Bombs runter und dann gehen wir rein zum Anschnibbeln. Also sprich, wir sehen uns drinnen gleich. Tja, Freunde, da ist die Salatbar sozusagen aufgebaut und yummy, hier liegen die Bacon Bombs. Ich weiß jetzt nicht einmal, welche was ist. Aber einen ganz einfachen gekonnten Mittelschnitt, hoffe ich zumindest, quer durch beide. Und dann werden wir schon rausfinden, welche was ist.
heiß, 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 heiß. So. Das ist die mit dem Putenfleisch und dem Curry. Sieht doch geil aus, oder? Ja. Mhm. Und dann ist es die da hinten, ja, mit den Kässpätzle. Ja, werden wir jetzt schöne Stückchen runterschneiden und dann verteilen. Und dann sehen wir uns drüben beim Essen. So, meine Lieben, und hier habe ich jetzt den Teller mit von allen bisschen was, sogar von dem Brötchen, Salat, Salatsoße und die beiden Baconbombs. Und jetzt kommt natürlich das Allerschönste, das Probiererle. Auch wenn man mich vielleicht jetzt nur halbert im Schatten sieht. Aber bevor jetzt die anderen zum Essen kommen, fange ich da mal ganz einfach schnell an, dass wir nachher einfach in Ruhe wieder essen können. So, die Baconbomb mit dem Curry, Ananas und Putenfleisch. Mit der fange ich jetzt an. So. Hau ab, du Fliege. Die kommt mal richtig gut. Ja, komm mal, ich hab doch immer so Salat. So. Jetzt ein Stückchen von der Kässpätzle Bacon Bomb. Das Stück wird jetzt etwas mächtiger werden. Eben wächst allen und den Röstzwiebeln gleich mit. Oh, aufpassen, aufpassen, aufpasse! So. Und. Oh. Boah, geil. Richtig geil. Kässpätzle innen, wie sie schmecken sollen. Wow. Und dann das Hackfleisch außenrum noch dazu. Richtig geil. Und die Salatsoße. Ein Träumchen. Leute, wir essen jetzt, ihr habt es gesehen, die Plätze füllen sich jetzt langsam, dass wir jetzt in Ruhe essen können. Ja, und danach natürlich nochmal alle zusammen fürs Fazit. So Leute, dann sprechen wir noch das Fazit zum letzten Video. Auch wenn da hinten ja schon für den nächsten Teil gearbeitet wird. Ich mache da jetzt einfach die Teile weiter. Und hallo, hallo, huhu. Ja. Die Bacon Bombs, sehr lecker gewesen. Hallo, kommt ja. Wirklich sehr lecker gewesen mit den Kässpätzle, wunderbar. Und auch die andere, den Thai Curry da drin, ey, das Zeug war echt super. Wie hat es euch gemundet? Sehr lecker. Sehr gut, hervorragend, voll gegessen. Ja. Ja, und jetzt müsste bloß noch mal der Mann irgendwann noch mal auftauchen. Aber ich spreche schon mal weiter. Wir machen jetzt im Anschluss gleich weiter mit dem nächsten Teil. Da geht es sozusagen jetzt um die Resteverwertung. Mane! Der hat sich verpieselt. Ja. Mane! Mach mal hinne hier. Steh ich da am vorne drauf an, du pinkle Muscht her. Wo ja. Sind wir dann? Ja, hier! Lauft's, wenn ich schon! Ja, natürlich! Dann weiß es jeder, dass man den Ruh pinkeln kann. Ich hab ja... Leute, so geht's die ganze Tage schon.
Hoi, jetzt ist er weg, aber er kommt wieder zu sich. Geh mal darüber. Wie war das Essen gestern? Es war wunderbar. Ich bin satt. Der Michael hat keine Kraft mehr, der Bauch hat ihn runtergezogen. Jetzt liegt er da, genießt es von mir. Ja, jetzt kommt er wieder schon. Oh, ist das ein Blödmann. Also, dann gehen wir in die nächste Runde. Nächster Teil, weiter geht's. Bis gleich. Bis dann. Tschüss.